Ja, Leute, willkommen zurück hier. Und ich stehe mal noch mit meinem Pferdchen, dessen Namen wir noch nicht haben, weil es noch keinen Namen hat. Mitten im Wald. Wir wollen zurück. Und ich bin irgendwie hier gerade ein bisschen intoxicated. Leute, da sind wir wieder. Ihr habt das letzte Mal die wirklich sehr interessante Geschichte aus meiner Schulzeit gehört. Ich habe mich jetzt hier irgendwie total verranzt, ey. Wie komme ich denn hier jemals lebend wieder raus aus diesem scheiß Birkenwald, dieser Drecks Birkenwald, ey, das gibt's ja nicht. Wer braucht denn sowas? Wer macht denn auch sowas? Oder nein, Pferdchen. Da. Komm her, du Sau. Nein, ja. Jawohl! Moment. Das ist doch falsch, oder? Ich brauche doch Birke. Oh, was war das? Oh, what the fuck. Habe ich mir den Kopf angestoßen oder was? Habe ich mir den Kopf gestoßen? Ja, durch das Laub kann man, glaube ich, so durch. Und alles andere macht Schaden. Ich glaube, ich bin zu weit rechts. Ich muss heute nach links, glaube ich. Ah, ich bin nicht sicher. Ja, aber so weit war ich doch gar nicht, oder? Mit dem Pferd mache ich doch immer extrem viel Platz. Also halt. Distanz. Keiner versteht, was ich meine. Ich meine, ich bin mit einem Pferd schnell. So. Und da müsste ich doch eigentlich schon bald wieder zurückkommen, oder? Ich war jetzt nicht so weit raus. Ah, das ist immer, wenn Peggy auf Wanderschaft geht, das eskaliert jedes Mal. Aber so ist ganz gut, wenn der Server so ein bisschen laggt. Dann kann ich mir so ein bisschen den Untergrund angucken. Macht ihr das auch immer gerne, so ein bisschen den Untergrund angucken? Nein? Kann ich gar nicht verstehen. Ich bin da eigentlich meistens immer voll dafür. Ja, wir haben letztens eine interessante Geschichte gehört, wie es manchen Menschen geht. Und da muss ich dann auch gleich mal eben einen Cut machen. Aber Leute, um da nochmal dran anzugreifen, anzubinden, anzufassen. Anzufassen? Ah. Auf jeden Fall, das kennt von euch sicherlich auch ein paar, dass es ich gerade mal in der Schule so Individuen gibt, die sind schon so ein bisschen komisch, oder? Also, ich hatte immer so ein paar Leute in der Klasse, da habe ich mich immer gefragt, so was, wie seid ihr nur entstanden? Also, mir ist klar, wie sie gezeugt wurden, aber wie kann dann dabei dann sowas rauskommen? Ja, wie ist das passiert? Wer hat daran Schuld und wo kann ich mich beschweren? Das sind immer die Gedanken, die ich dann so im Kopf habe, wenn ich so mit so Leuten... Und also in der Schule war es wirklich schlimm, dann später... Ja doch, im Berufsleben ist es auch noch so. Also gerade dann so Ausbildungen und wo dann auch alle noch so ein bisschen jünger sind, da habe ich dann auch schon oft solche Gefühle gehegt und gepflegt und dann mich gefragt, ja... Was soll das? Warum bist du hier? Und warum gehst du mir jetzt auf die Nerven? Ja, warum genau mir jetzt? Ja, wieso kannst du das nicht woanders tun? Also das sind so ein bisschen... Ich bin dann immer so ein bisschen... Ich werde dann so grüblerisch und frage mich dann so... Was wäre doch... Wie schön wäre die Welt, wenn der Typ jetzt hier nicht mich vollsülzen würde? Ja, also... Oder die halt einfach saue Idioten sind. Das ist genauso wie in der Klasse gibt es dann auch immer welche... die immer genau das sagen, wo alle hoffen, dass das jetzt keiner sagt. Also... Ah, ich weiß auch nicht. Gut, manchmal ist es natürlich auch immer so ein bisschen blöd. Also, wir hatten es auch oft in der Schule, so eine Szene, sagen wir mal. Der Lehrer kommt rein und will irgendwie eine Ex schreiben oder sowas, ja. Und dann alle so, nein, und wir haben das gar nicht richtig wiederholt. Und dann meinte so, ja, dann wiederholen wir es halt jetzt und schreiben dann eine Ex. Und alle so, nein, das ist voll asozial. Der Punkt ist halt, dass sie keine Ex schreiben wollen. Niemals, ja, also. Komm schon rein. Borsi, Borsi. Jawohl. Na? Naja, sonst ist es sehr ähnlich. Aber ich glaube, meins ist dunkler, oder? Ich lasse mein mal die Rüstung auf. Und vielleicht kann ich meinem einen Name-Tag verpassen. Das wäre natürlich interessant. Das wäre natürlich super interessant. So, lassen wir eben die Rüstung mal auf. Damit Bergi dann weiß, welches ist. Und ich werde mir Äpfel holen zum Füttern, ne, du liebes Ding, du, damit ich weiß, welches Pferd ich fütter. Ich fütter doch nicht Bergis Pferd. Das soll er schon mal selber machen, der muss sich um seine Tiere kümmern. Da habe ich meine Äpfel hingelegt, jawoll. So, na komm. Oh nein, Shift, abbrechen. Oh Gott, jetzt wäre ich fast gestorben. Ach, wieso kann ich das nicht damit füttern? Wieso kann ich es nicht füttern?
Gehst du da runter? Gehst du da runter, Pferdchen? Was kann ich denn dann füttern? Karotten vielleicht? Normal, Pferde lieben doch Äpfel. Also nicht Pferdeäpfel. Versteht mich nicht falsch. Verstehen Sie? Keine Pferdeäpfel. So. Nee, geht nicht. Na gut, dann halt nicht. Dann kriegst du halt keine Äpfel. Egal. Kriegt halt jemand anders. Dann esse ich sie halt, weil sie so lecker sind. Dann suche ich, muss ich mal für die Pferdchen Karotten suchen. Auf jeden Fall gibt es dann immer einen in der Klasse, der dann genau das... Oder Leute, die immer rumschreien. Oh, das Hass habe ich auch immer so gehabt. Die immer laut sind, die immer rumschreien, immer Scheiße machen müssen. Also wirklich immer. Ja, mal im Unterricht Unfug zu machen, okay, aber meistens Jungs. Mädchen sind das nicht so. Mädchen sind dann die so, die dann sagen, oh, jetzt hör doch mal auf mit dem Scheiß und so. Die sind dann genervt von dem. Und zu Recht, weil das absolut nervtötend ist, wenn man ein bisschen was mitkriegen will. Auch wenn der Unterricht langweilig ist. Auch wenn man nichts mitkriegen will, ja. Aber dieses dauernde Rumgequake und Rumgelabere und immer die Fresse offen und immer Scheiße machen und dann meistens haben die dann auch noch die penetranteste und nervigste Lache von allen, ja. Und boah, geht einem das dann so auf den Sack, ja. Also das, oh, ich habe da immer Hasszustände gekriegt. Und solche Leute gibt's immer. Kennt ihr jeder von euch, oder? Jeder hat mindestens einen davon in der Klasse, wenn nicht sogar mehrere oder wenn nicht sogar alle. Ja, es gibt auch dann Klassen, wo du sagst, ja, die Leute hier kannst du alle komplett in die Tonne treten, so nach dem Motto. Das passiert auch ab und zu, ja, das gibt's immer wieder. Mein Gott, ist halt so. Dreck oben, Stein unten. So, schwarze Wolle, graue Wolle habe ich ja auch noch. Lauter Wolle noch dabei. Holz war hier drüben. Nee, da. Nee. Wo hat Aaron denn das Holz hingepackt? Ach, da haben wir Holz rein, jawohl. Sand. Ja, das ist eine gute Frage. Ich mach mal Sand hier rein jetzt. Ich hoffe, wir haben noch keine Sandkiste. Eine Sandkiste. Hat ihr früher auch immer eine Sandkiste spielen? Also wir hatten eine Sandkiste als Kinder und das war sau episch. Sand habe ich super gern gespielt. Auch immer so dann schön so Tunnel reingegraben und dann mit Fahrzeugen drin rumgefahren oder halt dann mit irgendwie Wasser reingekippt und irgendwelche Flussläufe gebaut und lauter so ein Schmarrn. Also das war schon immer sau cool, ehrlich gesagt. Sandspielen war immer geil. Ja, also das war einfach nur göttlich. Ich lege jetzt noch mal eine Truhe mit Wolle an. Ich finde jetzt immer nicht... Der Bergi hat sein Pferdchen schon angebunden, damit sie nicht wegläuft. Kann ich verstehen. Da würde ich auch weglaufen. Aber an mein Pferdchen habe ich Vertrauen. Und wie gesagt, eure Aufgabe ist es, immer noch bis zum Ende dieser Folge oder bis zum Anfang der nächsten Folge einen Namen für mein Pferdchen. Das wäre wirklich sehr schön, wenn wir da etwas hätten. So, genau, machen wir hier so Blumenschrat. Ach, da ist Sandstone drin. Ne, da kommen jetzt Blumen und so ein Zeug rein. Gehirne kommen da nicht rein. Ich weiß gar nicht, wo ich Gehirne reintun soll. Da kommen Blumen und Seeds, packe ich jetzt hier mal rein. Genau, Seeds und Blümsche. Ja, das ist, glaube ich... Warum ist da eine Truhe drin? Wer versteht das? Ne? So, und da Sand. Genau, da tun wir den Sandstone dazu. Sind da noch Gehirne drin? Nee, was hat denn da noch alles drin? Wolle, raus. Obsidian, Gold einschmelzen. Blumen tue ich da auch raus. Sapling ist auch raus. Da nehmen wir jetzt mal ein bisschen neue Ordnung hier. So, auch raus. Blume raus. Jawohl. So. Sind das die ich da... Genau, das sind die ich da reingepackt habe. So. Schön alles, damit das seine Ordnung hat, ne? Die sieht es auch nochmal hier extra einsammeln. So, da Gehirne. Da, das nochmal. Sau gut auf jeden Fall. Das kommt in Epic Stuff rein. Man muss ja immer so ein bisschen Ordnung, muss man ja schon halten. So! Ah ne, die habe ich ja noch Wolle. Weg damit. Light Grey Wolle. Oh, nice. Nice. Leichte, schöne, graue Wolle. Auf jeden Fall habe ich mich immer über so Leute tierisch aufgeregt, weil die mir so auf den Sack gegangen sind mit dem Scheiß. Ich meine, ich war jetzt nicht der Streber. Ich habe auch schon viel Unfug gemacht.
Okay. Ach, hab ich die da? Mossy Cobblestone Wall, hab ich die da hingebaut? Ach, vorhin vielleicht, ne? Aus Versehen. Man weiß es nicht so genau. Man mungelt's nur. Jetzt wäre meine Kisten hier ganz schön leer, wenn ich alles da unten ins Lager reinräume. Ist ja heftig. Auch so viel Flint und lauter, was ich ja alles hab. Dann müssten wir aber, ist es vielleicht gar nicht so falsch, weil dann kann man mal eine ordentliche Inventur machen. Man weiß, woran man ist. Wie viel Blumen ich hier hab, Leute. Wie viel Blumen der Peggy gesammelt hat. Ein Blumenkind ist er, ein Blumenkind. Lapis Lazuli. Farbe, Redstone, lauter so ein Scheiß, ey, das gibt's ja nicht. Ja, und ich weiß, war dann schon immer so ein bisschen, also ich habe halt immer viel gezeichnet in der Schule, viel gemalt und schon auch immer aufgepasst. Nicht immer natürlich, aber ihr wisst ja, wie das ist. Immer in Anführungszeichen. Aber solche Leute, die dann die ganze Zeit das Maul offen haben und die ganze Zeit rumnerven, die sind mir wirklich tierisch auf den Sack gegangen. Also da habe ich wirklich, da habe ich Hasszustände gekriegt teilweise. Und ich finde auch zu Recht, also da muss man dann auch sagen, solchen Leuten darf man auch, also wenn die euch in der Schule nerven, dann... Ne? Also ich konnte mich nicht zurückhalten. Und das hat auch gar nichts mit Verpetzen oder sowas zu tun, sondern das sind einfach nur Affen, die denen es halt scheißegal ist. Und das finde ich am assigsten, weil ihnen das scheißegal ist, heißt das ja nicht, dass sie andere mit runterziehen dürfen. Ja, also habe ich überhaupt kein Verständnis dafür. Dann sollen sie halt gehen, sollen sie halt daheim bleiben, sollen sagen, nein, ich lasse das mit der Schule. Ich komme nicht mehr, ja. Macht, was ihr wollt. Das ist mir egal, ja. Das wäre jetzt halt meine Lösung, sage ich jetzt mal, dafür. Dann brauchen sie nicht kommen, dann kann sie ihnen wurscht sein, dann können sie tun lassen, was sie wollen. Und müssen uns nicht damit dann nerven. Ja, ist ja ganz klar. Ich meine, was soll's? Hey, wo ist denn jetzt das ganze Holz? Da unten. Wieso weiß ich denn das nie? Wieso haben wir dann noch kein Schild? Jedes Mal mache ich hier alle Truhen auf, ey. Das kann ja wohl nicht wahr sein. So, dann machen wir noch hier Fertigerzeugnisse und da so rein, so Sachen, sowas hier. So. Gut, ich weiß auch nicht, wie viel jetzt so viel Crafting Tables brauchen könnten. Aber da ist auf jeden Fall so gebautes Zeug drin. Axe tue ich mal hier zu den Blumen und zu dem Farmzeug dazu. Da werden sich ja auch noch sicherlich einige Sachen finden lassen. Habe ich jetzt da... Ja, das ist schon einiges zusammengekommen. Das ist mit Sicherheit noch nicht alles. Da müssen wir mal gucken. Also nervige Leute im Unterricht fand ich immer ganz, 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 ganz schlimm. Wobei angeblich war ich ja auch einer der Nervigen. Also zumindest nach dem Lehrer. Aber da habe ich auch oft das Gefühl, dass für den Lehrer ja alle Schüler immer nervig sind. Ja? Versteht ihr? Also die kriegen ja immer einen Hass. Wenn nur Schüler anwesend sind, dann ist das ja schon ein Problem. Ja, da sind Lehrer ja schon total unzufrieden. Was kann ich jetzt mit dem Name Tag machen? Ich dachte, das wäre fürs Pferdchen. Ja, warte mal. Mach mal so. Kann ich dem vielleicht, wenn ich die Rüstung abziehe, dem den Name Tag anlegen? Nein. Scheiße, was ist denn das dann? Ist jetzt meins unterschiedlich zu Bergis? Ich lasse ihm die Rüstung, glaube ich, lieber nochmal an. Damit man das sieht, weil ich möchte ja nicht hier sein verbrauchtes Pferd. Ich glaube, meins ist dunkler. Ja. Meins ist dunkler. Dunkler und schöner. Jetzt brauchen wir nur noch einen guten Namen. Wenn ihr Lust habt, dann schreibt mir doch einfach eure Erfahrungen mit nervigen Klassenkameraden in die Kommentare. Oder seid ihr auch eher so ein Nerviger, ne? Bist du so eher so einer, der immer rumspringt und immer laut ist, ne? Der es aber nicht zugeben kann, so immer diese vorpubertären Jungs, die dann auch immer Mädchen ärgern müssen und sowas. Bist du so einer, der immer Mädchen ärgert, ne? Bist du so einer? Das ist beim nächsten Mal wieder. Und dann machen wir ordentlich bauen. Ich habe nämlich ein paar Projekte. Aber ich brauche erstmal Namen für euch, ja? Von euch. Fürs Pferd. Bis dann. Tschüss.